Hallo alle miteinander, die nächste Tanki ist fertig, die Tanki Nummer 34. Auf der einen Seite gestimmt auf G7, auf der anderen Seite gestimmt auf G Acabono. Auch hier will ich nochmal zeigen, einfach, was es für einen Unterschied macht, wenn ich sie stehen habe, wie sie dann klingt und nicht so offen habe, dass ich sie nur rechts und links halte, wie sie dann klingt. Erstmal die Seite G7 nochmal. Ist auch hier wiederum ein G. Das Resonanzloch ist kleiner, auch bei der hier, wie bei allen Tankis, kann man auch mit Industriemagneten unten drunter die Töne nochmal verändern, nachträglich, wenn man sie anders stimmen will. Hier hört man wieder sehr schön das Schwingen. Ist halt Geschmackssache, wie man es lieber hat, ob die Resonanzlöcher zu sind oder offen. Gerne bei mir melden. Die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Stefans Tankis. Bye.